Erstmals ein DEL-Spiel in Duisburg. Zwar ohne einen komfortablen Eistempel, dafür mit viel Stimmung. Und das soll so bleiben. Er hat die Füchse, wie sie sich nennen, in die höchste deutsche Eishockeyklasse geführt. Trainer Didi Hegen. Seit 24 Jahren ist Duisburg erstmals wieder erstklassig. Natürlich wird es für den schwarz-rot spielenden Füchse schwer, die Klasse zu halten. Aber am Freitag ein Punkt in Kassel. Nürnberg die Gäste mit Methot und Fiesal. Der Rückstand für Duisburg nach nur 4 Minuten. Ein krasser Fehler. Fiesal, der schon am Freitag zweimal traf, blieb unentdeckt von der Duisburger Abwehr. Die Gäste besser im Kurzpassspiel, hatten 3, 4 gute Möglichkeiten. Dagegen stand Füchse-Torhüter Christian Rode, der stark hielt, wie hier beim Schuss von Richard Brennan. Shoot me again prangt auf seinem Helm. Der 22-Jährige ist selbstbewusst, war im letzten Jahr aber nur zweite Wahl. Die Duisburger haben nur eine gestandene DEL-Angriffsreihe. Die sorgte aber für Gefahr. Trond Magnussen und dann Steve Brulé. Es blieb bis zur Pause beim 0:1 Rückstand, aber noch nichts verloren. Keine einzige Strafzeit im ersten Drittel. Dann ging es aber rund. Ausgehend vom Duisburger Sundblatt und dem Nürnberger Pollack. Strafen gegen 4 Spieler. Nürnbergs Schauer und Duisburgs Neuzugang mit großer NHL-Erfahrung Jean-Luc Rampierre durften duschen. Aber es entstand eine 5-gegen-3 Situation für die Füchse. Die Chance. Robitaille. Toni Bader 1:1. Der Ausgleich, das erste DEL-Tor in Duisburg von Duisburg. 29 Minuten gespielt. Der Verteidiger letzte Saison schon bewies der Torgefährlichkeit. Toni Bader, Labbé im Tor, war die Sicht verdeckt. Didi Hegen, äußerlich keine Freude sichtbar. Und es blieb bei 2 Mann Überzahl für Duisburg. Wieder Robitaille und wieder Bader. Die Führung nur 2 Minuten später. Ganz ähnliche Situation. Wieder kann der Goalie beim Schuss nichts erkennen. Die Nürnberger in dieser Phase nur durch Strafzeiten auffällig. Dann aber Ulrich Maurer 2:2 aus dem Nichts. Ärgerlich. Die Füchse in der Vorwärtsbewegung kalt erwischt. Und kurz vor der Pause dann nochmal der Sportartenwechsel. Turbulente 20 Minuten. Dann das letzte Drittel. Teljukin. McNeil. Steil auf Robert Franz, der Neue aus Hamburg. Erneute Führung, 43 Minuten gespielt. 3:2 für die Füchse. Starker Pass von McNeil auf Franz. Der trifft gar nicht richtig, aber der Puck findet seinen Weg. Und er eiskalt. Jetzt lief es. Wieder Teljukin. Solo, nein. Der Verteidiger bewies heute, dass er auch offensiv gefährlich ist. Scheitert aber an Labbé. Ein spannendes Schlussdrittel. Die Füchse spielten das routiniert runter. Wenig Möglichkeiten für Nürnberg, doch noch mal auszugleichen. Und dann war Schluss. Und Didi Hegen erstmals mit einer Gefühlsregung für die Geschichtsbücher. Der erste Sieg der Füchse in der DEL. Der erste Sieg als Trainer in der höchsten Spielklasse für Didi Hegen. Glückwunsch.